So Leute, heute wieder in gewohnter Montur, nämlich mein schönes Bike und das heute sogar mit Birdo, sprich wir haben wirklich einen schönen pinken Knaller hier am Start. Und ganz ehrlich, das letzte Mal, wo ich mit Birdo gefahren bin, war die Folge eigentlich ganz gut und deswegen habe ich die Hoffnung, dass es heute auch wieder der Fall ist. Willkommen zum weiteren Part von Let's Play Mario Kart Wii Online. Was ich gerade sagen wollte noch an der Stelle, das kommende Wochenende für mich, ey, das wird heftig, ich sag's euch. Wobei, ich weiß gar nicht, wann kommt die Folge raus. Ja, wahrscheinlich eh erst nach dem Wochenende oder während des Wochenendes. Ich sag's mal so, der 17. und 18. ist gemeint, dieses Wochenende. Da habe ich ordentlich schöne Schichten. Wunderbar. Und nicht nur das, zwischen der einen und der anderen Schicht habe ich, glaube ich, genau 10 Stunden Zeit für mich. Und davon soll ich ja schlafen auch noch ein bisschen. Und deswegen, ja, ist mein Wochenende schon mal gelaufen. Und deswegen will ich gerade ein bisschen viel am Voraufnehmen. Und ich meine wirklich viel am Voraufnehmen. Ich meine, normalerweise bin ich ja nie der Fan so wirklich von krassen Voraufnahmen. Die einzige Ausnahme, wo ich wirklich gesagt habe, ich möchte krass voraufnehmen, war Mario Galaxy damals, also Mario Galaxy 2. Eben während der Wehrpflichtgeschichte und das hat ja auch nicht ganz geklappt. Ganz im Gegenteil. Ich war darauf einen Monat inaktiv. Das war glaube ich die größte Inaktivität, die ich in dem Jahr hatte. Ist immer so eine Geschichte. Aber ja, das ist ja der Nachteil, den man als kleiner YouTuber hat. Man hat seine Arbeit, man hat sein Privatleben, man hat seine Hobbys, man hat seine Freunde und daneben war noch YouTubers. Okay, YouTube zählt unter Hobbys, okay. Mit Hobbys meinte ich natürlich YouTube und dann, ja, musst du immer abwägen. Wie machst du das am besten? Ist ja kein großes Geheimnis, dass logischerweise der Job die meiste Zeit wegnimmt eines normalen Bürgers. Und ja, da kann immer wieder mal passieren, dass vielleicht mal blöde Zeiten sind. So, und ich glaube, ich habe jetzt genug gelabert. Ich sollte vielleicht mal angreifen. Oh ja, genau, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich meine, wird es mir jetzt nicht viel bringen. Denn ich war leider zu weit hinten, ne? Gut, der Yoshi ist dafür los, das passt. Also letzte, glaube ich, kann ich schon mal nicht werden, außer der kommt. Außer ich kriege jetzt in der letzten Kurve wieder den größten Abfuck und der kommt in den Kugelwilli. Aber dann beiße ich mir echt in den Hintern. Ja, ein bisschen Abstand noch nehmen, perfekt. Oder? Ja, ich habe 3 erwischt von denen. Komm, irgendwas Gutes. Ja, okay, das kann ich verstecken. Die nehmen leider alle ab, die Abkürzung, das ist das Problem. Ja. Aber egal, das nutze ich aus. Lächerlich, 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 lächerlich. Ich wollte ihn gerade einsetzen. Das ist Beschiss. Scheiße. Beim ersten hatte ich Glück und beim zweiten nicht mehr. Ich bin nur 7. Dreckig. Das ist echt gerade blöd gelaufen. Alter, wenn die ganze Geschichte schon so anfängt, da kriege ich jetzt schon die Krise. Wirklich, da kriege ich die absolute Krise. Gut, Kumo weiter. Eine wirklich schöne und kurze Map. By the way, ich müsste wirklich entscheiden, welche Version ich lieber mag. Die Wii oder die in Mario Kart 8 Deluxe, beziehungsweise 8. Natürlich ist die in 8 Deluxe ein bisschen mehr designs, also so optisch, die ist auch richtig geil und so. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die Wii-Version, die gibt mir irgendwie immer so ein ganz spezielles Feeling. Ist ja bei jeder Wii-Strecke gefühlt, aber so. Man kann es einfach nicht leugnen. Wii ist, glaube ich, wirklich mittlerweile... Ich würde sogar bei mir in meinem Ranking meine liebsten Mario Kart-Spiele... Scheiße. Meine liebsten Mario Kart-Spiele... Was soll das denn?! Ich will was erklären! Ich will was erklären und ich will nicht abgefuckt werden! ich würde sie wahrscheinlich auf... Ich würde Wii mittlerweile fast auf Platz 1, ich glaube sogar mittlerweile auf Platz 1 setzen und dann Double Dash nur mal auf die 2. Ja, mittlerweile, seitdem ich das Projekt gestartet habe, gibt mir das Spiel wieder viel mehr Hype als sonst. Ist so eine Sache natürlich. Natürlich Double Dash auch unvergessen mit seinem Doppelsitzer und... Ja. Ich würde mir wünschen, dass es irgendwann wieder Mario Kart gibt, wo Doppel-Items sind und auch Special-Items. Auch wenn das natürlich schwierig ist, weil mittlerweile jedes Item gefühlt schon seit Tour angewendet wurde. Sich da nochmal neuen Stuff auszudenken, ist, glaube ich, relativ schwierig. So, da hat jemand abgebremst und gedacht, der kriegt den blauen nicht ab. Nein, nicht da reinfahren.
Konzentration! Oh mein Gott! Nein! Nicht schon wieder der Blitz! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder der Blitz! Und das wieder so kurz vom Ende. Ich habe mich gerade als absoluter Sieger gezählt. Jetzt bin ich nur Fünfter. Wenn mich der eine Spacke mit dem Stern auch noch reingeholt hat. Ja gut, es gibt Pluspunkte. Alter, da war so viel mehr drin. Ja, ich merke schon, die Leute gehen alle raus. Sie haben gemerkt, dass das wirklich eine komplette Betrayer-Runde ist. Weil, ganz ehrlich, ich will gar nicht wissen, ob jetzt einer von denen dabei waren, die jetzt wirklich immer genau vor der Ziellinie den Blitz abbekommen haben. Bei mir war es jetzt einmal der Fall. Die Runde davor, die erste, da war es ja noch ein bisschen weiter weg vom Ziel. Ist natürlich auch ätzend. Aber wobei, da war der Stern ja wirklich ein absolutes Highlight gerade. Ich hoffe, dass das jetzt nicht hier auch nochmal der Fall ist. Also wenn jetzt wirklich wieder am Schluss ein Blitz kommt, dann ist halt die heutige Folge echt im Zeichen des Blitzes. Mehr kann ich doch... Nee. Ich spare mir den Kommentar. Ich kriege eh schon wieder Gerechtigkeit. Ja! Den konnte ich aber nicht steuern, muss ich an der Stelle erwähnen. Vor allem, das hat den eh nicht gejuckt. Der ist nur bei mir angezeigt worden, dass er getroffen wurde. Ihr Desync-Menschen, ihr Kleinen. Jetzt wurde er getroffen, ja. Ich sollte vielleicht diesen Ding mal... Nein! Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Okay, da hat es wieder einen erwischt. Das war aber nicht von mir. Gerade halte ich mich noch wirklich noch... Geht Schild am Zeit! Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein! Ich hasse... Und so kriegt man Hass auf Pinguine. Gut, ja, ich bin noch da. Ich war gerade solide Zweiter. Gut, Vierter ist eigentlich auch noch gut von. Ich glaube, 7 Leuten sind wir jetzt noch. Ich setze den lieber ein, bevor wieder unerwartet ein Blitz kommt. Ja, da kann mich gern rammen. Er wollte mich rammen. Hat er gar nicht gemerkt, dass... Also ich habe nur das Zerquetschungssound gehört. Ah, diese Kurve hast du. Lol. Ja, dein Roter war gerade kacke. Oh ja, jetzt habe ich eine schöne Waffe. Ich hatte eine schöne Waffe. Genau, jetzt ist es wirklich lächerlich. Ich hasse es. Ja, jeder Pinguin geht mir am Sack. Hey, wo sind denn die ganzen Leute alle hin? Waren wir nicht 7 Leute? Ja, okay, jetzt bin ich Letzter. Ach, ist das lächerlich, Leute. Ich hasse die Maps so viel. Aber irgendwie wird da keiner mehr angezeigt. Warum bin ich jetzt Letzter? Da waren 4 Leute nur noch auf dem Feld. Aber das mit dem Pinguin ist, wie gesagt, ne. Schämt, wirklich. Das ist eine Map, die hätte man sich ruhig sparen können. Ja gut, mit der Map kann ich leben. Vor allem einer hat jetzt gerade nochmal Sorbeeland ausgewählt. Wenn, dann will ich das richtige Sorbeeland, aber nicht den Krack, den wir gerade gefahren sind vorhin. Gut, das war ein nicer Start. Ich dachte eigentlich schon, würde ich jetzt zu früh... Boah, Alter, sind das Kotzbrocken heute. Wirklich, ich kann dazu fast nicht mehr sagen. Mit denen kannst du keinen Spaß haben. Das geht nicht. Ja, verdammt, Alter, werden den Roten da platziert, bitte. Vor allem, wir haben den verloren. Na gut, okay, wahrscheinlich irgendwie ein Stern oder so ähnlich. Stimmt, man verliert ja die Items hier relativ leicht. Die Wir sind wegen jeder Scheiße verloren. So, passt. Bevor jetzt wieder ein Blitz kommt, wir wissen das ja schon. Bis jetzt war in jeder Runde zur ungünstigsten Zeit einer dabei. Oh, lo! Ja! Ja, ja! Ja, okay, gut, gut. Ich nehme alles zurück. Ich bin Erster. Jetzt müssen wir das nur mal über die... Ja, das Überleben ist aber schwierig. Vielleicht wird's was, vielleicht. Es wird nix, es wird nix, es wird nix, es wird nix!
Nein, jetzt verdrifte ich mich auch noch! Dreckig. Dreckig. Ich sag so, wie es ist, ihr könnt mir viel erzählen, aber das, was da gerade passiert ist, war absolut nicht fair. Der Rote kommt und gleich direkt der Powerblock und ich habe gedrückt, okay, dass ich da weiterfahren kann. Nee, meinte das Spiel wieder, nö, kein Bock, dich heute siegen zu sehen. Vor allem, ich glaube, dann wäre es egal gewesen, weil der Blaue ist unmittelbar danach gekommen. Wahrscheinlich hätte mich der vor dem Ziel nochmal abgefuckt. Aber trotzdem, ey, so eine Chance werde ich nie wieder kriegen heute. Ich meine, es ist zum Glück schon die letzte Strecke. Mehr tue ich mir heute auch gar nicht mehr an. Die können mich alle dann mal kreuzweise. Auf die Seite gleich mal. Okay, er ist weg. Der Kugelbilli. Oh, schon wieder. Ich hatte schon wieder Angst, ja. Aber es ging nochmal gut. Wie weit ist der Funky Kong da denn vorne, bitte? Oder ist das der letzte? Nee, der ist der erste hundertprozentig. Kann ja sein, dass einer sich schon wieder absichtlich nach hinten fallen lassen hat, aus welchen Gründen auch immer. Hä? Nein, Disconnect, echt jetzt? Es ist nur mal einer da. Das ist ein Disconnect. Ach komm, nein, jetzt muss es ernsthaft so zu Ende gehen. Ja, es geht so zu Ende. Was ist das denn bitte für ein Scheiß? Okay, das ist gerade echt nicht... Ja, weiß nicht. Also der Fehler wurde doch noch nicht behoben, dass man beim Disconnect Pluspunkte kriegt. Zuletzt war es immer häufiger so, aber irgendwie jetzt nicht mehr. Gut Leute, dann würde ich sagen, wir beenden den Part und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.